Willkommen in der Drink Zone. Es begrüßen euch die Masters of the Alkiverse. Ich will ein Bier, 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 weiter nicht als Bier, 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 vielleicht noch einen Kuss, 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 aber dann ist Schluss, Schluss, Schluss. So, erste Folge heute, Premiere sozusagen. Was testen wir denn da? Habt ihr mal mitgebracht? Ich dachte, wir beginnen mit Original Sächsischer Braukunst. Und zwar einem Freiberger. Ja, nicht schlecht. Let's do it! Wir haben hier eine Standard 0,5 Liter Flasche. Ausgeschrieben wird dieses Bier als Naturhabes, frisches Pilz mit 4,9% Alkoholgehalt. Früher hatten wir goldfolierende Flaschenhals. Zum Glück heute nicht mehr, das steigert auf jeden Fall schon mal die Bewertung. Ja. Ich würde sagen, wir gießen jetzt mal langsam ein. Also richtig. Ja, also wie man sieht, ist es an sich ein sehr ansehnliches Bier im Glas, vor allen Dingen auch mit der schönen Blume. Es ist zwar noch etwas entfernt von Bernsteinfarben, aber dennoch ist es eigentlich sehr schön. Vom Geruch, es riecht sehr mild, leicht herb, aber ich kann nichts Negatives anmerken, also ganz gut. Ja, dann würde ich insgesamt bewertungstechnisch mit Freiberger eine gute 2 geben. Ja. Gut, ich würde vielleicht eine 3 geben, aber insgesamt würde ich sagen, wenn wir uns auf eine 2 minus einigen. Ja, ich könnte ja die auch so 2 sein. Die 2 an sich, die schön. Na? Wunderbar. Dann lass uns jetzt mal kosten. Mhm. Prost. Prost, Prost. Ja, ich würde sagen, was den Geschmack angeht, nicht sonderlich herb, relativ mild gehalten. Was sagt ihr? Ja, ich würde auch sagen, es ist auch sehr süffig. Hatte jetzt auch keinen extrem starken Eigengeschmack. Ich denke mal, es ist mehr so Standort, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, wir einigen uns auf eine Gesamtnote, eine gute 2. Dann kann man schon zufrieden sein. Mhm. Nochmal Prost dafür. Ja. So, nachdem wir jetzt ein paar weitere Bier getrunken haben, können wir ruhigen Gewissens sagen, dass es generell gutes Bier ist, was man eigentlich den ganzen Abend über trinken kann. Ja, andere Meinungen dazu noch? Ich möchte mich anschließen und könnte sagen, nach dem Langzeittest kann man sagen, das Bier ist verträglich für Kopf und Magen. Kann mich auch nur anschließen. Ein süßiges Bier. Schmeckt einfach gut. Ja. Generell würden wir sagen, dass wir dem Bier komplett die Note 2 dann geben als Endurteil. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man einen Freiberger kauft, einen Klasse Freiberger, dann macht man auf keinen Fall was verkehrt. Ja. Ist an sich zu empfehlen, würde ich sagen. Ja. Nur die Werbung dafür ist scheiße. Da muss ich natürlich auch zustimmen. Scheiß Radio-Werbung. I would kill everyone in this room for a drop of sweet beer. Der erste Biertest der Drink Zone ist beendet. Weitere Tests werden folgen.
Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Es verabschieden sich die Masters of the Algebras. Prost, bis zum nächsten Mal. Als Bier, 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 vielleicht noch einen Kuss, 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 aber dann ist Schluss, Schluss, Schluss. Mädel, glaube mir, 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 nicht schmeckt so wie Bier, 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 doch was an kühlen, kühlen Bier so schön, das können kleine, kleine Mädchen nicht verstehen. Ja, was an kühlen, kühlen Bier so schön, das können kleine, kleine Mädchen nicht verstehen.